Mit diesen drei Business-Outfit-Tipps könnte ich Christine ihr perfektes Blusenkleid kreieren. Doch zuvor noch der Hinweis, in den Video-Infos und in der Beschreibung verrate ich euch, wie Christine dieses Outfit bis zu 87% günstiger erhalten hat. Und am Ende des Videos habe ich noch eine spannende Überraschung für euch. Christine hatte eine dringlichste Bitte an mich, ob ich ihr ein Business-Outfit kreieren kann für das wichtige Meeting, was sie hat. Und somit habe ich ihr hier ein wunderschönes Blusenkleid herausgesucht, was nebenbei bemerkt ist, der neue Business-Trend ist, weil es die kleinen Allrounders sind, schick und adrett und fürs Business perfekt geeignet. Aber jetzt zurück zum Kleid, denn ihr seht, diese wunderschöne Bluse in weiß gehalten, quasi die weiße Weste, lässt euch sehr seriös erstmal rüberkommen. Mit den Dreiviertelarmen, was schick und adrett wirkt und wiederum ja seriös, aber auch leicht verspielt. Und wenn ihr jetzt genauer hinschaut, seht ihr diesen wunderschönen Bustierbereich in dieser Wickeloptik, was ja wiederum eigentlich verspielt ist, aber dadurch, dass es nicht sehr tief geschnitten ist und alles sehr adrett gehalten ist, habt ihr ein Business-Oberteil, Schrägstrich, es ist ja miteinander verbunden, was perfekt zu euren Business dann passen wird. Und der eng anliegende Rock bietet natürlich diesen perfekten Kontrast zu dieser weißen Bluse, hebt das Ganze nochmal an, dass es wirklich diese Standfestigkeit rüberbringt, diese Seriosität, aber auch wiederum ein bisschen verspielt und ja, wie soll ich mich ausdrücken, diese Ehrlichkeit rüberkommt. Und bei diesem Kleid habt ihr schon mal für ein Business-Outfit ja mehr als nur die halbe Miete rein. Denn die ganze Miete macht das Komplett-Outfit aus mit den Accessoires, wo ich gleich darauf komme. Aber zuvor nochmal der Hinweis, denn ihr fragt euch bestimmt, was es kostet. Ganz einfach, klickt jetzt einfach mal hier drauf. Ihr werdet verwundert sein, wie günstig so ein Kleid doch sein kann. Weil dieses Kleid, Business, man denkt automatisch, okay, kostet bestimmt gleich 200 Euro. Nein, schaut euch an und lasst euch überraschen. Ich habe euch was herausgesucht, was ihr lieben werdet. Und jetzt zurück zu den Accessoires, denn die machen erst ein Business-Outfit zu dem, was ihr seid. Denn zu diesem Kleid empfehle ich euch ein Pump von Tamaris mit 6 cm hohen Absatz. Ganz wichtig, denn ihr seid den ganzen Tag damit unterwegs und wollt am Ende des Tages keine schmerzenden Füße haben. Und nebenbei bemerkt, es ist dieser klassische, elegante Allrounder, den ihr zu verschiedenen Outfits antragen könnt und ja, nichts verkehrt machen könnt. Wichtig bei diesem Outfit, wählt ihn am besten so ein bisschen in schwarz-matt, damit er sich perfekt ins Kleid integriert, ihr ein wunderschönes Bein dadurch bekommt und euch quasi diese Standfestigkeit ja vermitteln lässt. Und was fehlt noch? Natürlich eine perfekte Handtasche. Warum perfekt? Und auch der Allrounder. Ich erwähne so oft Allrounder, ganz wichtig, Business muss immer dieser Allrounder sein, weil ihr ja flexibel sein müsst. Und somit, warum diese Handtasche? Sie ist nicht zu groß, nicht zu klein, nicht zu auffällig, verspielt, aber auch wiederum ja adrett und ja elegant. Ganz einfach. Ihr solltet notfalls das Laptop, den Tablet, das Handy, also große, aber auch wiederum kleine Sachen einpacken können. Es soll innen drinne gut aufgeräumt sein, weil der größte Fehler ist, wenn ihr vor einem Geschäftspartner ewig in eurer Handtasche irgendwas suchen müsst. Und somit empfehle ich euch diese Handtasche hier, die auch wiederum ja ein ja, Special-Preis hat. Man denkt so, okay, Esprit, die Handtaschen sind dann doch nicht so günstig. Schaut einfach jetzt mal hier drauf, ihr werdet verblüfft sein, was diese Handtasche kostet. Und ganz wichtig, achtet drauf auf die Ordnung in der Tasche, denn ihr wisst, da kann man relativ viel verkehrt machen. Und jetzt komme ich noch zu dem Schmuck, weil der macht dieses Business-Outfit erst zu dem, was ihr seid. Denn das Schlimmste ist, wenn ihr euch verstellt, vor allem bei den Klamotten. Lasst ruhig euch widerspiegeln. Wenn ihr verspielt und locker drauf seid wie Christine, dann zeigt das auch. Nicht komplett, aber im Schmuck kann man natürlich da schon ein bisschen was machen. Und somit empfehle ich es hier, diese wunderschöne herzförmige Kette mit den geschwärzten Stirlingsilber und diesen kleinen Hörnern und den lilanen kleinen Strasssteinchen drauf. Ich liebe diese Kette, sie ist genial. Ich glaube, sie gibt es auch noch nur in Schwarz. Also klickt jetzt einfach hier drauf, dann seht ihr, in welchen Farbvariationen es gibt und den Preis. Der kann sich sehen lassen außerdem. Und ich denke, viele werden diese Kette mehr als nur lieben, weil ja, es ist
Ihr werdet sehen, ihr seht es ja auch jetzt schon, das ist eine geile Kette, auf Deutsch gesagt. Und jedenfalls, hier habt ihr jetzt ein Outfit, was Business pur ist, ihr euch widerspiegeln könnt und seriöses. Und wie versprochen, am Anfang habe ich ja gesagt, ich habe noch eine Überraschung für euch und die kommt jetzt. Denn wenn ihr wie Christine so ein Outfit genau auf euch zugeschnitten haben wollt, schreibt ihm jetzt unten in die Kommentare so genau wie möglich, zu was für einer Veranstaltung ihr geht, wie ihr aussieht und dann kann ich vielleicht morgen schon so ein wunderschönes Outfit genau auf euch zugeschnitten online stellen. Und damit ihr das nicht verpasst, könnt ihr mich jetzt hier bei YouTube einfach auf dem Logo abonnieren, bei Facebook folgen oder Twitter und verpasst in Zukunft so ein wunderschönes Outfit nicht und ganz wichtig die dazugehörigen Deals und Sales. Ist das ein Deal?